Das halbe Jahrhundert NMS Eurazfeld wurde mit einem großen Festakt gefeiert. Im Mittelpunkt stand neben dem Jubiläum die neue Turnhalle, die beim Festakt gleich begutachtet werden konnte. Beim umfangreichen Programm zeigten die Schülerinnen und Schüler alles, was man in der Schule aufführen kann, von der Musik über das Theater bis hin zum Tanz. Warum wurde eigentlich der neue Turnsaal gebaut? Aus dem einfachen Grund, weil unser alter Turnsaal komplett in die Jahre gekommen ist. Also er hat seinen 50. Geburtstag gefeiert und es war einfach höchste Zeit. Der vorige Turnsaal war halt einfach nicht mehr zeitgemäß und der jetzige Turnsaal einfach mit den neuen Toren, die man da hinten auch sieht, mit den Fußballtoren, wo man wirklich Fußball spielen kann, einfach multifunktionell. Also man kann wirklich extrem viel mit dem Turnsaal machen. Die Beschallungsanlage, die Basketballkörbe, also es ist wirklich, hat sich viel verändert. Während der Aufführungen der Schüler konnte das Publikum sehen, was die neue Halle kann. Und wie war der erste Eindruck? Ja, schon ein sehr imposantes Gebäude. Wirklich spielt alle Stückchen der neue Turnsaal bei der Mittelschule hier in Eurazfeld. Und ich glaube, es ist wirklich ein tolles Geburtstagsgeschenk geworden, denn die Mittelschule hier in Eurazfeld feiert ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum. Und wenn man da gleichzeitig so einen schönen neuen Turnsaal eröffnen kann, dann freut das sicher nicht nur den Herrn Direktor, das ganze Pädagogenteam, sondern sicherlich auch alle Schülerinnen und Schüler. Der ist sehr, sehr cool. Er ist wirklich extrem groß. Und auch mit der Trennwand kann wirklich, wenn Menschen und Buben getrennt sind, das passt dann auch und das ist wirklich cool. Na, man freut sich mal, vorerst einmal, weil es war doch ein Projekt, das wir schon lange im Auge gehabt haben und jetzt ist es vollendet worden und da freut es uns als Gemeindeoberhaupt oder als Bürgermeister freut es uns besonders, aber es freut sich, glaube ich, die ganze Gemeinde über diesen schönen Turnsaal. Im Rückblick wurde Bilanz über die 50 Jahre Schule gezogen. In 5 Jahrzehnten passiert viel und es ändert sich auch viel. Doch eines ändert sich nie. Die Lehrer und Schüler freuen sich, wenn sie etwas Gelerntes aufführen dürfen, zum Beispiel mit dem Chor. Es macht sehr, sehr viel Spaß, da den Chor zu leiten. Ich mache das gemeinsam mit meiner Kollegin, mit der Frau Gerlinde Kaufmann. Und es ist einfach sehr schön zu sehen, dass man Kinder, Talente von Kindern fördern kann, die jetzt nicht Deutsch, Mathematisch, Englisch oder sowas bedeutet, sondern einfach musikalische Talente. Oder wir werden ja dann später sehen, das Bläserensemble. Ja, wir haben einfach ganz, ganz viele verschiedene Talente von Kindern und diese zu fördern, macht uns sehr, sehr viel Spaß. Ich spiele Querflöten meistens und das ist einfach voll cool, weil wir einfach eine Riesengemeinschaft sind und jeder hilft jedem, das ist schon cool. Also wir singen heute 2 Lieder mit Instrumenten, das heißt, es ist wirklich voll cool ausgestaltet und zwar Cello und Shotgun und wir können da einfach wirklich immer wieder bei verschiedenen Schulfesten wirklich richtig performen und das ist einfach cool, weil der Chor ist einfach richtig schön ausgestaltet. Bekanntlich hat jedes Kind verschiedene Talente und so durfte das Publikum auch gut choreografierte Sporteinlagen bewundern. Die ganze Organisation und Koordination beim Umbau war sehr intensiv und wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. Natürlich hat man versucht, Firmen zu beteiligen und einzuladen, die aus der Region sind natürlich. Federführend war aber da der Bruckner Christoph, der Mittelschulausschuss Obmann, der einfach das Ganze auch geleitet hat und angeführt hat. Es ist total super und wenn man die Eröffnung gesehen hat, mit wie viel Freude die Lehrer und die Schüler die Eröffnung gemeistert haben, kann man ihnen nur gratulieren. Ich finde es sehr gelungen und ich finde, dass das eine Wertschätzung für die Gemeinde und für die Bürger und Bürgerinnen und Kinder und Schüler einfach so eine tolle Turnhalle, wo sie dann Fußballspiele oder auch Veranstaltungen dergleichen machen können. Ich möchte mich auch hier noch einmal bedanken bei den ganzen ausführenden Firmen. Ist ja heute schon mehrfach erwähnt worden. Und vor allem fast lauter Betriebe aus der Region mit den Aufträgen betraut worden sind. Und das war sehr wertvoll. Irgendwann ist auch das schönste Programm am Ende. Mit dem Musikschulensemble, einer Abschiedsrede, dem priesterlichen Segen vom Eurazfelder Pfarrer, einem wunderschönen Chorstück und einer zünftigen Jause fand die 50-Jahr-Feier ihren Ausklang.